So, willkommen zurück bei Let's Play Minecraft. Oh Gott. Hier mit der neuen Version 1.5.1 inzwischen schon. Da nämlich wohlfalls kein Texture Pack gerade drin ist. Und ja, wir waren ja jetzt gerade auf dem Kriegspfad, kann man so sagen. Wir haben ja gerade im letzten Part den Monster den Krieg erklärt. Jetzt ist nur noch die Frage, wo geht's heim? Ich habe gerade keine Ahnung. Ich habe mal wieder die Orientierung verloren. Ist mal wieder super. Ich schau mal da lang. Wo geht's denn hier lang? Keine Ahnung, keine Ahnung, keine Ahnung. Ich schau mal danach. Vielleicht geht's hier lang. Vielleicht geht's hier. Vielleicht geht's hier dort lang. Vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist hier gar nicht lang. Und ein Junkfehler da drüben. Da können wir ein bisschen unter die Erde schauen. Ah ja, da sind wir. Ja, genau, da ist unser Zuhause. Blub, 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 blub. Ich schlage vor, wir lagern gleich unsere Sachen oder tun gleich noch ein paar Sachen verzaubern. Weil wir gerade so schön Erfahrungsstufe 5 haben. Verdammt, wir haben unsere Rüstung nicht dabei. Die hätten wir vielleicht noch verzaubern können. Wisst ihr was? Ich hole schnell die Rüstung und dann verzaubern wir schnell die ganzen Sachen. Und dann fangen wir an mit der Höhlenerkundung. Haben wir ja auch lange immer gemacht. Wurde auch langsam mal wieder Zeit für eine Höhlenerkundung. Spiele ich eigentlich auf easy? Muss gucken. Ja. Okay, ich muss aufpassen. Denn hier gibt es wahrscheinlich auch irgendwo Slimies. Die spawnen ja auch tags, die Slimes. Daher sollte ich ein bisschen wachsam sein. Oh Gott, hoffentlich haben wir keinen Slime-Junk in unserem Haus. Ansonsten hätten wir jetzt einen fetten Slime bei uns drinne. Okay, sieht nicht so aus. Hätte mich auch gewundert, so jetzt nehmen wir mal schnell die Rüstung mit. Haben wir noch einen Helm gehabt? Wir hatten doch noch einen Helm, oder? Wir hatten keinen Helm. Ich habe es wieder aufgenommen, das Spiel. Mit einer anderen Musik! Hoffen wir, dass es jetzt klappt. Ich habe jetzt da... Musik fehlt. Moment. Gleich haben wir es. Moment. Okay. Alter, ist das laut! So, ein bisschen leiser der Ingame-Sound und dann machen wir die Musik ein bisschen lauter. Sorry, dass ich das jetzt im Let's Play machen muss. Ich will jetzt gerade nur das Spiel testen. So. Ob es wieder abstürzt. Okay, ich glaube, jetzt stürzt es diesmal nicht mehr ab. Ich habe jetzt einfach mal Fraps beendet. Und ich glaube, es stürzt jetzt nicht mehr ab. Hoffen wir es. So, jetzt nehme ich mal das Zeug mit für die Höhlenerkundung, was wir da brauchen. Da hier noch ein bisschen Holz und die Rüstung, die haben wir bereits, genau. Was bräuchten wir denn noch? Steine vielleicht oder Erde? Das kommt mir irgendwie alles so dunkel vor hier unten, naja. Erze haben wir keine mehr. Nee, das brauchen wir auch nicht. Ich glaube, ich nehme jetzt noch ein bisschen Erde mit. Na, wo haben wir die denn gelagert? Hä? Moment. Die Musik kommt vom Ingame-Sound. Das ist anscheinend eine neue Musik, die ich nicht kenne. Ach, schön. Unser Haus. Jetzt machen wir uns auf den Weg, aber zuvor fresse ich eine Melone. Jetzt verzaubern wir mal ein bisschen die Rüstungen. Ja. Was ist da drüben? Eis. Alter, Fifi. Fifi? Fifi trägt eine Rüstung?
Ich trage eine Rüsti. Ach so. Ach, mit dem Rechtsklick kann man jetzt die Rüstung anlegen. Das wusste ich gar nicht. Na, gut zu wissen. Böser Hund! Erschreckt mich da einfach. Ich hasse dich. Gott, meine Nerven sind jetzt schon blank. Und wir haben noch nicht mal mit der Höhenerkundung angefangen. Achso, Musik. Ich hoffe, die Musik ist ein bisschen... So, ich glaube, die Lautstärke müsste reichen. Ich hoffe, die ist nicht zu laut, die Musik, weil die Civilization-Musik, die ist oft immer zu laut. Das gehen wir hier nach unten. Achso, ich habe ja... Genau, ich habe auf Peaceful geschaltet, einfach mal so. Gut, dann verzaubern wir jetzt mal die Sachen. Junkfehler. Ich bin so ein Junkie. Und da sind schon Spinnen. Ach ja, die Rüstung haben wir jetzt angelegt, genau deswegen können wir sie jetzt nicht mehr anwählen. So, jetzt. Ich hätte gerne eine 5er Verzauberung. Und was ist das? Schutz 1. Na gut, besser ist nichts. La 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 la. Eigentlich könnten wir noch was farmen, aber ich habe keine Lust darauf. Ich habe keine Lust darauf. Eigentlich könnten wir uns noch ein Schwert machen, doch das mach ich jetzt auch. Was hab aber ich für eine Scheiße, das ergibt doch gar keinen Sinn. Also gut, machen wir uns schnell ein Diamantenschwert, was soll's. Damit wir mehr Diamanten bekommen, man muss investieren, um Sachen zu bekommen. Wollen sie auch noch verzaubern? Ne, komm, ich glaube, das reicht schon jetzt. Jetzt machen wir uns auf den Weg auf einer Höhenerkundung. Ich hoffe, wir kriegen nicht aufs Maul. Das wäre sehr ungeil. Yes. So, jetzt haben wir ein kräftiges Diamantenschwert, mit dem wir die Monster in den Arsch treten können. Oder auf ins Gesicht. Hä, böser Hund. Böser Hund. Die Musik macht sich langsam bereit. Jetzt suchen wir nach einer Höhle und dann... Ja, ihr wisst, was dann ist. Dann beginnt für mich wieder die Hölle. Ich möchte die Höhle, wenn es geht, nicht im Sumpfbiom haben, weil vor Slimies, wenn die plötzlich in Höhlen auftauchen. So wie hier vorhin, also wo wir damals, ja, vor drei Parts, glaube ich, erkundet haben. Wenn da Slimies auftauchen, dann kriege ich voll die Panik. Ich mag keine Slimies haben. Deswegen suche ich jetzt in einem anderen Biom nach. So, wir sind bewaffnet und bereit. Der Krieg hat begonnen, wir müssen aufpassen. Jetzt begegnen wir, jetzt, begeben wir uns hinter die feindlichen Linien. In ihr Territorium. Da ist schon ein Wächter. Scheiße, ich habe den Opti-Fall nicht drin. Es wird Nacht. Nein! Wie schaffen wir, wie überleben wir jetzt die Nacht? Wir haben sie schon einmal überlebt, die Nacht. Aber nur damals sehr knapp. Okay, jetzt sind wir auf uns allein gestellt. Wir sind hier jetzt auf uns allein gestellt. Wir sind auf uns allein gestellt. Okay, sieht so aus, als verzögert sich die Höhenerkundung wieder um ein Part, weil wir hier jetzt ein bisschen ausharren müssen. Weil es wieder Nacht wird. Und ich möchte nicht nachts in die Höhle reingehen. Ihr wisst dann, was für Paranoia ich habe, wenn da die Viecher nach unten kommen. Schwein, beschütze mich! Hilfe! Wo ist es? Bla bla bla. Seht unser Haus. Und die Sonne geht unter. Ach, nicht schon wieder. Okay, wo sind die Viecher? Ich muss ein bisschen heller stellen, weil sonst seht ihr nichts. Moment. Ich stelle es mal auf 50 plus. Hilfe! Schwein! Ich bleibe jetzt bei dem Schwein und verstecke mich. Hilfe! Schweini! Hey Schwein! Hilf mir! Das sind sehr viele, sehr böse Leute da draußen. Die uns ans Leder oder ans Eisen wollen. Je nachdem. Oh Gott, ein Skelett. Habe ich erwähnt, dass Skelette wieder eine bessere KI bekommen haben nach seit dem letzten Update? Wenn wir uns denen nähern, dann schießen die immer schneller. Ich werde euch das jetzt demonstrieren.
Hey, das ist gar kein Damage gemacht. Daneben. Ach, okay, er hat uns Damage gemacht. Schnell was fressen! So, jetzt regeneriere. Oh Gott, ein Creeper ist da gespawnt. Ist mir egal, auf ihn mit Gebrüll! Und da kommt der Creeper! Aber Moment, ich brauche eine bessere Musik. Moment! Ja, schon wieder macht der Kevin das bei im Kampf. Ja, ich bin so ein Halunke. Okay, Höhlen-Playlist, hier ein bisschen. So, ich mach die jetzt ein bisschen laut. Ich hoffe, die ist nicht zu laut, aber laut muss es ja sein, damit es episch wird. Wir müssen hier ausharren, bis es Tag wird. Bis es Tag wird. Wo sind die Monster? Ich laufe jetzt einfach mal am Sandstrand entlang und suche nach ein paar Viechern. Da ist ein Schwein. Da ist ein böses Schwein. Ein satanistisches Schwein. Pass bloß auf. Ich muss auch die Bäume ein bisschen checken. Manchmal spawnen die Viecher auch auf den Bäumen. Hier ist eine Höhle. Soll ich mich reinwagen? Ah, komm, diese Musik, die verleitet mich jetzt gerade zu Dummheiten, aber ich mach's jetzt einfach. Ich wage mich jetzt einfach mal in die Höhle. Ich hoffe, da kommt nichts raus. Das Hauptquartier der Monster, ein Zombie. Hey! Du legst dich nicht mit mir an. Oh Gott, ich habe gerade mal einen kleinen Abschnitt betreten und ich habe schon Höllenschiss. Aber diese Musik, die ist so geil. Ich bin so blöd, wir haben keine Spitzhacke dabei. Hey, das reimt sich. Geht der Kevin ohne Spitzhacke auf eine Höhlenerkundung? Okay, Moment, ich hoffe, uns fällt jetzt nichts an, während wir hier was craften. Okay, ich brauche eine Spitzhacke. Und ich höre ein Skelett. Ich höre mehrere Skelette. Scheiße! Wahrscheinlich sind die hier unten irgendwo. So, jetzt haben wir genug Rohstoffe für eine Eisenspitzhacke. Quatsch, für eine Steinspitzhacke. Stell dir mal vor, wir hätten jetzt was gecraftet und der ist uns jetzt angefallen. Du verdammter Bastard! Hässliche Missgeburt. Ihr wisst doch, dass ich so Angst vor euch habe. Und trotzdem greift ihr mich an. Das ist aber nicht sehr freundlich von euch. Ich will nicht nach unten. Okay, ich sollte die Fackel neben dem Schwert setzen, damit ich, falls was kommt, schnell switchen kann. Okay, hier ist Kohle. Und die sieht auch ziemlich sicher aus. Ich glaube, die nehme ich jetzt mal schnell mit. Um ein bisschen runterzukommen. Okay, ja, sorry, ist ein bisschen lang. Ich muss ein bisschen
Ich bin jetzt leider ein bisschen schweigsamer, weil ich sehr konzentriert gerade bei der Sache bin. Plus Angst auch ein wenig. Jetzt verschlimmert die Sache auch noch ein bisschen. Also nicht wundern, falls ich mal lange bei ein paar Szenen irgendwann mal gar nichts rede. Das liegt, weil ich nervös bin. Und konzentriert bin auch noch. Auch Konzentration ist wichtig. Ich glaube, die Musik ist ein bisschen laut, kann das sein? Moment, hier mal ein bisschen leiser. So, hier wieder ein bisschen Eisen. Das haben wir auch langsam gebraucht. Wenn uns ja langsam das Eisen ausgeht. So, jetzt hat sich die Spitzhacke direkt neben dem Schwert so hin, genau. Hey! Also, ich glaube, beim ersten Mal hatte ich mehr Schüsse als jetzt, oder? Gleich kommt der erste Creeper und dann ist wieder mein Mut weg. Ich glaube, das habe ich bei der ersten Höhlenerkundung auch gesagt. Ab und zu immer wieder die Lage checken, man weiß ja nie, was kommt. Ne, so wie dieser Zombie da. Der aus dem Finsteren der Höhle kommt. Aus dem tiefsten Inneren. Und hier setze ich wieder eine Fackel hin. Ach, da ist noch einer. Schade, dass wir keinen Bogen haben. Dann können wir jetzt aus der Distanz irgendwie arbeiten. Ich versuche es jetzt irgendwie hierher zu locken. Aber ich möchte noch die Kohle hier mitnehmen. Da kommt die krall ich mir noch schnell. Es ist ja gut, dass wir uns das Diamanten-Schwert gemacht haben. Das war gar nicht mal so dumm. Und eine Rüstung. Ich glaube, ich habe ganz gute Arbeit jetzt in dem letzten oder in diesem Part gemacht. Je nachdem, wie es rendern muss, ne? Ihr wisst ja schon Bescheid. Es dauert mir zu lange, das Abbauen. Mit der Holzspitzhacke in der Höhle arbeiten ist auch ein bisschen riskant, weil je länger ich abbaue, desto ungeschützter bin ich für eine bestimmte Zeit. Mit einer Diamantenspitzhacke, da ist man dann ruckzuck weg, ruckzuck durch. Und mit einer Holzspitzhacke dauert es ewig. Da kann man sich, auch wenn diese Abbauzeit nicht vor Monstern schützen, da ist man völlig hilflos den Viechern ausgesetzt und kann nur hoffen, dass niemand kommt. Och, es wird Tag! Halleluja! Aber hier ist ein geiler Ort irgendwie. Ich meine, hier sieht man richtig gut, ob was kommt oder nicht. Ich meine, ob Tag und Nacht wird und so, ne? Oh Gott, Phase 1 geht los. Kevin fängt an, Bullshit zu reden. Ich glaube, das dröhnt bei mir ein bisschen, kann das sein? Stereo-Sound, Moment. Ein bisschen leise jetzt. Das ist doch keine Fallout-Musik, oder? Die kenne ich gar nicht. Ich glaube, hier ist ein Zombie-Spawner. Kann es sein? Hier ist schon wieder ein Zombie. Und ein Creepy! Our hands in the claw, wanna see right through to the Creeper! To the Creeper! Und jetzt der to the Zombie! Oh Gott, nochmal to the Creeper! Hey, der hat eine Kartoffel gespawnt. Gedroppt. Cool. Hä? Oh Gott, wir müssen auf brennende Zombies aufpassen. Die können ab der Version dem Spieler Brandschaden zufügen. Geil, wir haben eine Kartoffel. Ey, ich bin so eine Kartoffel. Ich finde einfach eine Kartoffel von dem Zombie. Die droppen sie sau selten. Soll ich jetzt wieder zurücklaufen und die ablegen, sicherheitshalber? Wenn wir die verlieren, dann ärgere ich mich zum Tode. Die ist sau selten, so eine Kartoffel von Zombies. Die Chance weiß ich gerade nicht, aber die ist schon ziemlich hoch, dass man die ist ziemlich selten, so eine Kartoffel, dass man die von Zombies bekommt. Naja. Gut, ich wage mich weiter rein. Ich höre ein Skelett, aber es ist mir gerade egal. Und ich höre ein Schwein. Verdammtes Schwein.
Das war keine Höhle. Der Gronk der Welle in 2 Sekunden durch gewesen. So wie der Hühnerkunde, der raschte einfach nur durch, ohne sich die ganzen Sachen anzuschauen. Naja. Aber der spielt ja auch besser Minecraft als ich. So, Lage checken. Das Gravel könnte man uns mitnehmen, aber ich habe jetzt keine Lust drauf. Ein Huhn, okay. Jetzt sind wir wieder draußen. Wollen wir die Kartoffel ablegen? Ich will jetzt nicht zurücklaufen, weil das kostet auch wieder ein bisschen Zeit und ich will ja Höhlenerkundung machen, ne? Aber ich glaube, ich will sicher gehen und lage die. Sorry Leute, dass wir jetzt zurücklaufen müssen. Die Kartoffel hat jetzt eine hohe Priorität. Oh, wieder ein neues Wort. Priorität. Und ich höre eine Fledermaus. Ah, da ist er. Hallo Fledermaus. Bist ja auch neu seit Version 1.4, glaube ich, ne? Wieder ne... Oh Gott! Was machst du? Autsch! Boah! Er hat mich ins Wasser geschleudert mit seiner Explosion, dieser kleine... flauschige Kerl. Hallo Schwein. Oh, wir kriegen langsam Hunger. Moment. Lalalala. So, jetzt. Hey Schwein. Grunz! Grunz! Na los, Grunz! Du sollst grunzen, sonst schubse ich dich ins Wasser! Ja, also geht doch. Aber das tue ich jetzt hier ein bisschen herauszögern. Ich weiß, ihr ärgert euch jetzt gerade maßlos wahrscheinlich. Ja, aber nee, ich kann es noch nicht ankündigen. Dafür wählt man aus Sicherheit. Ich werde was bald machen, also bald werde ich was ankündigen, was ihr wahrscheinlich euch sehr erfreuen wird. Es wird Minecraft sein. Ach, wisst ihr was, ich kündige das jetzt gleich an. Ich werde 50 weitere Minecraft-Folgen machen. Allerdings nicht sofort nach den 100, die wir dann haben, sondern nach Team Fortress 2, nach Splinter Cell werde ich weitere 50 Minecraft-Parts machen. So dass wir auf 150 Parts kommen. Aus dem Grund, weil, ja, es gibt in Minecraft so viele Sachen, die ich euch noch nicht gezeigt habe. Und wir haben uns gerade erst so eine kleine Hütte aufgebaut in 50 Parts. Das ist einfach viel zu wenig. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich jetzt mehr Parts machen will für Minecraft. Aber ja, es ist halt so. Also wenn man Minecraft schon let's play, dann sollte man das sehr detailliert machen. Und auch möglichst viel zeigen. Okay, ich glaube, wir sind sogar... Ich glaube, ich sollte hier vielleicht... Ah, okay, machen wir uns gleich einen Helm draus. Zack, 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 zack. Ach, verdammt! Scheiße. Okay, das kommt rein. Was haben wir denn dann noch? Ach ja, die Kartoffeln wollen wir ja noch lagern, stimmt, ja. Dafür brauchen wir eine Hoe. Machen wir uns eine Holzhoe, für eine normale Hoe bin ich zu geizig, so. Gut, ich platziere die Kartoffel jetzt einfach mal spontan... Also, spontan hier und Kartoffel, so. Und wenn wir wieder da sind von unserer Höhlenerkundung, mit Blut voll gespritzt von den ganzen Zombies, dann ernten wir die. Aber zunächst möchte ich noch den Helm machen. Zack. 1, 2, 3, 4, 5. Moment, was war das? Was war gerade das denn? Egal, ich werde es dann in der Aufnahme sehen, was das war. Ich hatte gerade da irgendwie so ein Crafting-Dingens gehabt. Okay, es geht weiter. Nein, nein, Spitzhacke brauche ich noch. So, jetzt machen wir uns gleich eine Eisenspitzhacke, was soll's? 1, 2, 3. Ich sollte den Ingame-Sound von Minecraft ausmachen, Moment.